Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic World of Xen. Entschuldigung. So, wir wollen dieses Zelt mal schauen, was da drin ist. Da haben wir ja aufgehört beim letzten Mal. Gettlewaith, der Gremlin-König. Ich bin Gettlewaith, Imperator Primus der Gremlins. Nennt mir einen guten Grund, warum ich meiner mächtigen Armee nicht befehlen sollte, eure grotesken Köpfe von euren Schultern zu schlagen und eure entweideten Körper zur Unterhaltung über meinen Thron aufzuhängen. Wir kommen in Frieden, oh mächtiger Gendelweit. Bitte erlaube uns zu leben. Wir sind eine Delegation des Bürgermeisters. Er bittet dich untertänigst, mit der Zerstörung der Stadt aufzuhören, oder? Ruhe, Insekt, wir nehmen dich jetzt fest. Nehmen wir mal drei, der seine Armee dürfte ja weg sein. Ja, ja, Wache, entfern diesen Müll von meinem Hof. Ja, okay. Irgendwie war mir das fast schon klar. Aber ich dachte, seine Armee wäre schon dezimiert. Zwei. Ich habe kein Interesse an den Zielscheiben unserer Witze. Verschwindet. Der Bürgermeister bittet höflichst. Hoppla, wir wollen eure Hoheit, wenn ihr nicht aufhört. Die Antwort ist nein, ihr werdet nur die Konsequenzen. Ja, okay. Wisst ihr was? Ich glaube, der hat noch zu viel Wachen hier. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Beziehungsweise da hinten ging es ja weiter. Oder er hat noch in der Kanalisation noch was. Wir waren ja eigentlich gerade auf dem Weg. Hier runter. Moment. Ach, genau. Da hat man ja auch noch den hier. Genau. Das habe ich jetzt mal entschlüsselt. Und habe dann die ganzen Sachen rausgemacht. Die Karte haben wir ja uns angeschaut gehabt. Und dabei kam ein Ort raus und der lautet Sandstadt. Richtig, ich verleihe euch den Kartografenpreis. Ich meine, das ist relativ einfach gewesen. War nur eine kleine Fleißarbeit. Oh, und da geht es auch noch wieder in die Kanalisation runter. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten alles mit denen schon gehabt. Vielleicht muss man jetzt auch die richtige Auswahl treffen, vielleicht. Kann man ihn jetzt überzeugen? Vielleicht, wenn noch irgendeine Wache da war, gab es vielleicht Probleme. Und da jetzt keine Wache da ist, wird es vielleicht einfacher sein. Aber untertänigst. Hm. Ja gut, können wir mal ausprobieren, aber... Ich würde sagen, wir schauen uns hier mal im Kanal ein wenig um. Da haben wir die Ratte. Von denen haben wir ja auch schon Zeug. Ihr hört Valio, der Bauer, der sich im Bett versteckt, schreien. Hey, das ist meine Truhe. Finger weg. Trotzdem öffnen. Valio, der Einfache. Hi, ich lebe hier unten. Es gibt eine Menge Ratten. Zu viele für meinen Geschmack. Vielleicht könnt ihr sie vernichten. Zumindest die Rattenkönigin. Ich gebe euch etwas, wenn ihr das macht. Ja, okay. Das ist jetzt eine neue Aufgabe hier, wo auch drin steht. Stopp Geltewitsch, findet Nadjas. Nee. Okay, dann machen wir erstmal das mit den Ratten und schauen uns einfach mal um. Ob wir das mit der Truhe später machen können. Sieht relativ linear aus. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Kommen die denn her? Ein Kettenpanzer. Mich wundert es, dass die Leute hier nicht krank werden. Okay, hier geht's auch weiter. Geht sogar richtig groß weiter. Was ist im Süden? Geht's da auch viel weiter? Ja, da geht's auch richtig weiter. Okay. Damit wir es nicht vergessen, schauen wir uns erstmal hier oben um.
Hier geht's wieder hoch. Ich denke mal. Oh, gut, dass wir es ausprobiert haben. Ich hätte es gedacht, da kommen wir jetzt irgendwie hier woanders raus, aber. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt doch einen extra Raum kriegen. Hab ich das eigentlich. Fand ich irgendwie seltsam. Habe ich das nicht gesehen gehabt auf der Karte? Na, wie dem auch sei. So. Nach Süden geht's weiter. Hier geht's groß weiter. Ja, es wird doch relativ umfangreich. Ich hoffe, ich vergesse hier dann nicht. Ah, hier geht's raus. Ja, genau, da habe ich gedacht, komm mal raus. Alles klar. Alles klar. Ah ja, okay, da kommen wir in diesen großen Raum rein. Das lassen wir aber erstmal. Hatten wir hier nicht noch was? Ja, ich glaube, da ging es noch nach Norden, richtig? Ja, genau. Hier ging es auch noch nach Norden. Nach Norden und da unten in diesen Raum. Ja, alles klar. War da nicht noch eine Ratte? Nee. Rote Flüssigkeit. Jetzt müsst ihr nochmal nachschauen, was das genau ist. Ich habe halt den Kompass mit davon verknabbert. Ja, Blickrichtung. Auch immer nicht. Kennen wir schon. Unterlagen. Wo haben wir sie denn? Habe ich es mir nicht irgendwo aufgeschrieben? Welche Farbe für was ist? Irgendwo hast du mir, glaube ich, aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe da schon mal nachgeschaut gehabt. Ah, da haben wir's. Rot ist Kraft. Kraft, das wäre für dich jetzt nicht verkehrt. Oder für dich. Was hast du? 60, 66. Mach mal dich. 5. Sehr schön. So, 80. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und die Krankheit, dagegen können wir auch was machen. Das hat sich doch gelohnt. So, und wo geht's jetzt hier hoch? Genau, hier geht's hin. Alles klar, aber dann wieder zurück nach unten. Da sind wir fertig. Hoppla. Ich glaube, da waren wir überall fertig. Ich glaube, hier in diesem Raum müssen wir weitermachen. So. Da geht's weiter, da geht's weiter. Und da waren wir ja schon. Genau. Das heißt, zwei Wege haben wir, wie es weitergehen könnte. Gehen wir mal nach Süden. Da geht's wieder hoch. Da geht's rüber, okay. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Oh. Jetzt kommen wir aus der Stadt raus. Ist ja mal interessant. Keine Schnecken? Ohoho, aber eine Menge Ratten.
Aber die sind ja absolut kein Problem mehr für uns. Ein Ring. Hier war wahrscheinlich das, wo die Ratten, ja, gefressen haben. Okay, dann sind wir hier auf der Seite fertig. Die Königin haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden und das... Wie heißt das, das, Geht's bestimmt zur Königin rein. Sollen wir da schon reingehen oder bleiben wir erstmal hier unten? Wo geht's da hin? Aha, guck mal. Da gibt's noch einige andere... Was vergessen? Anscheinend haben wir da tatsächlich was vergessen und da gab es noch einige Goblins, Gremlins, deswegen habe ich auch gedacht gehabt, wir schauen uns erstmal weiter um. Ich glaube, sonst sind wir hier komplett fertig, oder? Ne, da drüben ging es noch weiter, genau. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, nur Kanalratten. Grüne Flüssigkeit. Wo steht's? Grün. Ausdauer. Ausdauer 30. Ihr zwei könntet mal Ausdauer trinken. So, damit seid ihr jetzt doch mal auf dem gescheiten Weg. So, okay. Oh. Aus Versehen dich angeklickt. Ja, passt schon. Und da haben wir die Kette. Sehr schön. Sehr schön, dann haben wir das erledigt. Und ich denke... Habe ich das übersehen? Ach, entgiften. Da ist es doch. Eigentlich wollte ich nicht dich nehmen, sondern jemand anders, aber passt schon. Sollen wir mal kurz zurückgehen? Ja, wir machen erst noch... Nee, wir machen erst noch das hier. Da hinten gehen wir später nochmal hin. Und gehen nochmal hoch. Hier ist nichts mehr. Da ist nichts. Und da scheint auch nichts mehr zu sein. Dann können wir vielleicht die eine Quest abgeben. Oder besser gesagt, das war ja keine richtige Quest. Die hat uns ja nur einfach gebeten, das zu machen. Da geht's nicht weiter, genau. Gehen wir mal ganz kurz bei dem vorbei. So. Ihr habt die Rattenkönigin getötet. Hier ist eure Belohnung. Sehr schön. Und ein Stab. Was passiert jetzt, wenn wir an seine Truhe rangehen? Ihr findet ein Diplom. Balio Magnus Abschluss 787 Cum Laude, Schule der bösen Magie. Eine Großaxt und ein Gegner. Schule der bösen Magie. In dem Fall ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir das gemacht haben. Wenn es die Schule der bösen Magie ist. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ja, toll. So gefährlich zum Rasten. Hier auch? Nein.
So. Aber jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt wollen wir uns hier weiter umschauen. Und hier auch mal ein paar Gegner erledigen. Danach ist der König vielleicht nicht mehr ganz so, ja, wie soll ich sagen, kurz angebunden. Ja, da hast du doch echt noch viele Goblins, Gremlins gehabt. Kein Wunder war der so, wie soll ich sagen, war ihm das alles ziemlich egal. Ja, da gibt es wirklich noch ziemlich viele. Mal sehen, was er sagt, wenn, wenn seine Armee weg ist. Eine einzige Truhe. Eine einzige Truhe haben wir noch gefunden. Aha. Nett. Wie sieht es jetzt hier aus? Da hinten geht es noch weiter. Ja, und das war's dann, glaube ich. Ja. Dann sind wir hier auch fertig. Okay, zurück zur Kanalisation. Und dann geben wir erstmal die Halskette ab, denke ich. Wo waren die nochmal? Oh, die Halskette, Halskette, Halskette. 27,19. Ja. Meine Kette, ihr habt meine Kette. Hier. Dafür gebe ich euch diesen schönen Schlüssel. Schlüssel zu Ellingers Turm. Aha. Wie jeder Turm war auch der verschlossen. Wir wären also gar nicht reingekommen. Ich dachte eigentlich, ich wollte erstmal schauen. Ich wollte erstmal schauen. Die Stadt und dann alles anschauen, was wir hier haben. Und dann erst in Ellingers Turm reingehen. Aber, ja gut. Ja, jetzt haben wir nur noch den, den Trip da stoppen. Jetzt darf ich noch nicht wieder vorbeilaufen. So, jetzt müsste allerdings seine ganze Armee weg sein. Seine Armee müsste weg sein. Das heißt, jetzt sollten wir mal vernünftig mit ihm reden können. Vielleicht können wir ihn sogar einsperren oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, hier machen wir Schluss. In der nächsten Folge machen wir weiter. Ich finde, es ist ein sehr schöner Zeitpunkt, hier aufzuhören, weil so hat ja die Folge angefangen vor diesem Zelt und das passt doch wunderbar. Hast du angefangen vor dem Zelt oder war das schon die letzte Folge? Ach, ich weiß es nicht. Egal, passt schon. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.